geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder von der Holzermap im LS22, unserem Realismus-Selbstversuch am Gundischhof mit TerraLife Plus. Ja, ich würde sagen, heute machen wir alle guten Dinge, sind drei, denn wir haben zwei Themen-Talks schon gehabt und heute machen wir noch den dritten hinterher. Erstes Thema war, was machen wir im LS25? Zweites Thema war, ich oute mich, wie waren meine Anfänge im LS allgemein? Und heute soll so ein bisschen das Thema sein, Yogi, machst du das beruflich oder was machst du eigentlich? Und das wird heute das Thema sein. So, wir werden aber heute auf jeden Fall mit dem Bandschwader noch auf die Reise gehen. Und wie immer bereiten wir erstmal unsere Sachen vor, bevor wir hier in Schwierigkeiten kommen. Erst konzentrieren wir uns hier auf die Arbeit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. An der Stelle sei schon mal gesagt, für die Realismus-Spiele unter euch, ich weiß, diese Bandschwader gehört eigentlich hinten hin mit Rückfahreinrichtung. Ich muss aber sagen, mir gefällt es eigentlich ganz gut hier vorne hin. Deswegen mache ich das einfach. Da lassen wir mal 5 gerade sein, das sage ich einfach so. So. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit unserem Talk, weil das vieles brauchen wir hier nicht vorbereiten. Ich muss bloß gleich gucken, dass wir das Ganze nach rechts abladen. Das ist drin. Wir klappen noch kurz zusammen, sonst komme ich eh nicht rein. Und dann passt es. Also, ich plaudere ein bisschen aus meinem Nähkästle. Yogi, was machst du beruflich? Ich habe eigentlich als junger Bub habe ich angefangen, Einzelhandelskaufmann zu lernen. War eigentlich eine blöde Zeit, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke. Da war das noch nicht so, dass man ein Handy hatte, dass jeder Auto hatte. Ich wohnte ja in Kircher, das kennt ihr ja mittlerweile, und da ist auch nicht immer ein Bus gefahren. Der ist halt morgens mal gefahren und vielleicht mittags. Also kurzum, ganz schlecht für irgendwelche Besonderheiten für eine Ausbildung. Das war schon mal der Knackpunkt. Und dann haben halt meine Eltern gesagt, du, pass auf, geh doch da und da hin und mach da eine Ausbildung. Da kannst du mit der Nachbarin kannst hinfahren und dann hast du es schon mal erledigt. Ja, in dem Alter glaubst du ja noch, was deine Eltern sagen und hast es halt so ein bisschen mitgenommen, das Ganze. Und dementsprechend habe ich dann den Einzelhandelskaufmann gemacht. War eigentlich soweit zufrieden mit der Geschichte. Das hat mir Spaß gemacht. Allerdings wurde ich dann nach einem halben Jahr dann, nennen wir es nicht übernommen, weil die Firma hatte da ein bisschen Problemchen und dementsprechend musste ich mich halt anderweitig umgucken. Und dann war es halt so, das kennen vielleicht auch der eine oder andere, in der Zeit war es so, da kam der Versicherungsagent dann zu dir nach Hause und der hatte einen Laptop. Das war ja damals geile Sache. Und da war halt auch wieder so, die Eltern, oh, mach doch auch Versicherungskaufmann, dann kannst du hier mit dem Laptop und so weiter rummachen. Und du denkst ja als kleiner Bub, ja, wie geil ist denn das? Ich krieg da einen Laptop mit nach Hause und kann da zocken. Natürlich kannst du das nicht, das ist ein Arbeitsgerät. Also war ich da auch schon wieder komplett falscher Hoffnungen sozusagen. Ich muss nach was anderem gucken, dass ich hier nicht immer hängen bleibe. Und somit habe ich halt Einzelhandel und Versicherungskaufmann gelernt. Und irgendwann habe ich halt auch so gemerkt, dass es ist einfach nicht das, was du willst. Und bin dann in die Zerspannung gegangen. Und da habe ich mich selber reingeprügelt. Es hat mir Spaß gemacht, das Zerspannen und so weiter. Und da bin ich in Werdegang gegangen, von Zerspannungsmechaniker über Schichtführer, Maschineneinrichter. Und dann zu guter Letzt war ich Qualitätstechniker und meine letzte Stufe war Qualitätstechniker und Produktionsleiter. Und das Ganze in der Automobilindustrie, wo Bosch einer der, ja, kann man schon sagen, führende Firmen ist in Deutschland, die halt auch ordentlich Druck machen. Ne? Da gibt es halt kein Nein, sondern mach jetzt sofort. Also das Drucklevel ist extrem, extrem hoch. Und das habe ich über, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich das 15 Jahre lang gemacht? Ich glaube, 15 Jahre lang war das.
Unter anderem Vierschichtsystem. Bedeutet, du hattest nur einmal im Monat Wochenende als junger Bub, na klar. Absolut Banane. Deine Kumpels gingen zum Saufen und du musst zum Schaffen. Und dann hattest du auch das Thema in dieser Vierschicht-Thematik, dass deine Schicht alle 2 Tage wechselt. Und immer das, was du am Freitag hattest du dann übers Wochenende. Bedeutet, hattest du am Freitag frei, klar hast du das Wochenende frei. Aber das rechnerisch, wenn das durchrechnet, funktioniert es halt nicht. Ne? Das heißt, Montag, Dienstag früh, Mittwoch, Donnerstag spät, Freitag Nacht, somit das Wochenende Nacht. Und so war das halt ein bisschen belastend für den Körper nach so einer langen Zeit. Das habe ich dann halt auch viel, viel Kraft gekostet. Und irgendwann haben wir uns dann entschieden, Cut. Ich brauche eine Veränderung. Und ich habe dieses, ich nenne es jetzt einfach Influencen, habe ich schon liebend gern gemacht. Und dann haben wir einfach, ich und meine Frau entschieden, komm, wir testen es einfach mal. Wir können uns das erlauben, dass wir das testen können. Und dann machen wir das einfach. Und somit haben wir uns dann für einen Plan entschieden, dass meine Frau 100% wieder arbeiten geht nach den Kindern. Und ich mache den Hausmann. Das ist die erste Prämisse. Ich mache den Hausmann, das ist mein Fulltime-Job. Ich kümmere mich um die Kinder morgens, wenn ich aufstehe, Frühstück machen, Festbau packen, in den Kindergarten bringen, abholen, die Kinder beschäftigen, mit denen basteln, mit denen lernen, Wäsche waschen, aufhängen und so weiter. Das sind meine Tätigkeiten. Das war für mich nie ein Problem, weil ich komme aus einem Haushalt, wo wir die Wäsche aufhängen mussten. Wir mussten sie waschen, weil meine Eltern mussten arbeiten. Da war halt auch nicht so viel Geld da. Das ist anders wie heutzutage. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Unsere Generation hat definitiv mehr Geld wie unsere Eltern damals. So. Deswegen hat mich das nie gestört. Das war für mich selbstverständlich. Ich war schon früh selbstständig in dem Bereich. Bin dann klar auch irgendwann ausgezogen von zu Hause. Deswegen war das für mich auch kein Thema. Ich kannte ja alles. Ich brauchte ja niemanden. Und somit haben wir uns entschieden, Yogi macht der Hausmann, kümmert sich um die Kinder und nebenbei als Teilzeitjob probieren wir einfach mal dieses Influencen. Und genau das ist aktuell eigentlich das, was ich mache. Also wenn mich jemand fragt, was ich denn beruflich mache, bin ich Hausmann. Und im zweiten Umkehrschluss versuche ich mir etwas aufzubauen mit dem Influencen, was ich so tue. Es ist eigentlich immer, ich finde es ein bisschen traurig an der Stelle, dass man sich damit rechtfertigen muss, wenn man sich in Deutschland etwas aufbauen möchte, selber aufbauen möchte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann es vielleicht sein, dass viele Influencer dieses Thema zu sehr übertreiben und das so ein bisschen in Verruf bringen, das Ganze? Das kann natürlich auch sein. Aber ich kann euch eins garantieren, es ist ein Haufen Arbeit, ein Haufen Zeit, die man da reinsteckt, im Verhältnis, was rauskommt. Also da dürft ihr euch nichts vormachen. Ich muss auch an der Stelle klipp und klar sagen, hätte ich nicht so eine wundervolle Frau, die einen fantastischen Job hat, wäre das nicht möglich. Macht da euch bitte nichts vor. Denn es ist nicht so, dass du sagst, pass auf, ach, du kriegst ja hier bei YouTube was und du kriegst auf Twitch ja was und ach, es gibt ja so hier Hirnis, die denken, ach, ich krieg's ja aufs PayPal-Konto, das kriegt das Finanzamt gar nicht mit. Täuscht euch da bitte nicht. Also ihr müsst genauso ein Gewerbe anmelden, das habe ich gemacht. Ihr braucht Impressumszeug, ihr müsst das Zeug 4-mal im Jahr, glaube ich, müssen wir das machen, die Vorsteueranmeldung. Aber das macht meine Frau für mich, die ist da ein bisschen besser drauf. Macht euch da bitte keine falschen Hoffnungen. Also es ist viel, viel, was reinsteckt an Zeit, an Laufen und so weiter, für das, was dabei rumkommt. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, und vielleicht mache ich da mal noch ein Video dazu, mir geht es gesundheitlich damit besser. Und das ist ein Kernthema, warum ich und meine Frau uns dafür entschieden haben. Denn ich kann nun mein eigenes Tempo bestimmen. Und wenn ich jemals das Video machen sollte zu meiner Krankheit, dann werdet ihr auch das verstehen, warum wir diesen Schritt gegangen sind. Das so mal zu diesem Thema. Also es sitzt hier kein Montana Black vor euch, der 5 Lamborghinis in der Garage hat durch das Influencen.
höchstens so in Carrera, kleine Form, Größe. Macht euch da bitte keine falschen Hoffnungen. Macht da bitte keinen Blödsinn. Ich kenne sogar noch einen von früher, falls er das Video sieht. Ich glaube, wir haben dir so ein bisschen den Arsch gerettet. Der hatte nämlich damals auch die, man muss halt sagen, die Schnapsidee, seinen Job zu kündigen und Vollzeit-Streamer zu werden. Und es funktioniert halt nicht mit 50 Zuschauern Vollzeit zu streamen. Das ist absolut Banane. Sein Leben, muss man eigentlich sagen, so in Gefahr zu bringen und wegzuwerfen. Also wir haben das mit viel Kalkül und mit viel Sicherheit sind wir den Schritt gegangen. Wenn das morgen nicht mehr läuft, dann bin ich immer noch Hausmann, so wie wir es geplant haben. Das ist so das Sahnehäubchen hier, was wir hier machen. Aber es geht halt trotzdem einer Vollzeit zum Arbeiten bei uns. Das ist halt das Thema. So, und jetzt mal noch so Richtung Ende, so ein kleiner Tagesablauf, wie das bei mir beginnt. Momentan ist es so, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf, jeden Tag. Es ist nicht so, dass ich erstmal penne bis 12 Uhr, so wie die anderen Influencer. Na, böse gesagt. Sondern bei mir beginnt jeder Tag um 6 Uhr. Ich mache meine Kinder soweit startklar im Kindergarten und dann bringe ich die weg. Dann gehe ich ins Fitness eine Stunde. Das ist für meine Gesundheit wichtig. Und dann geht auch schon der Job los. Spülmaschine einräumen, Waschmaschine. Und wenn das soweit alles erledigt ist, setze ich mich hin, so wie jetzt an einem Montag, und nehme 6 Stunden am Stück auf. Vollgas produzieren, das ist richtig anstrengend. Probier das einfach mal. Setz dich mal hin und nimm mal ein Video auf, 15 Minuten lang, unterhalte mich. Schick mir das gerne zu und ich bewerbe dein Video. Aber das muss dann Hand und Fuß haben, dass er merkt, das ist Arbeit, es ist tatsächlich Arbeit. Das heißt, ich mache hier jede Menge Videos, ich muss ja irgendwo dauerhaft was reden, zeigen, Informationen bringen, Ideen bringen und so weiter. Dann hast du verschiedene Termine, so wie Farmcon und so weiter. Ne? Das ist halt immer dauerhaft Stress und du hast viel zu tun. Und wenn das dann noch nicht ausreicht, dann musst du noch solche Sachen machen wie Bürotätigkeiten. Ne? Du hast ja, was viele zum Beispiel auch nicht wissen, du kriegst hier ein Lenkrad. Wenn das keine Leihgabe ist, sondern gestellt bekommst, musst du das genauso im Finanzamt angeben. Ne? Da musst du trotzdem die Mehrwertsteuer abführen und solche Geschichten. Da ist hier nichts mit, oh, er kriegt alles geschenkt. Nein, Freunde, das ist es einfach nicht. Das ist einfach eine falsche Information und derjenige, wo das behauptet, kennt sich einfach nicht aus oder betrügt beabsichtigt. Also du hast dann solche Sachen wie, du musst noch Rechnungen schreiben, du musst die Steuer vorbereiten und. Also das ist ein riesengroßes Thema und auch hier ist das Wort wirklich Programm. Ach, Dankeschön. So, jetzt wurde ich einfach aus dem LS rausgeworfen. Da habt ihr jetzt im Hintergrund zum Beispiel gesehen, das ist so eine Wochenplanung, wo ich sehe, was ich gerade aufnehme und was ich noch zu tun habe. Und nochmal kurz auf den Satz zurückzukommen. Es ist halt wirklich, dieser Name ist Programm, selbst und ständig. Du bist wirklich, und das die Selbstständigen unter euch da draußen wissen das, und das ist egal, welche Selbstständigkeit. Und gerade zu Beginn musst du mehr reinpulvern, als du überhaupt zurückkriegst. Wenn ich wirklich die Arbeitsstunde, was ich reinstecke, mal umrechnen würde, im Verhältnis, was ich rausbekomme, ich glaube, dann bin ich weit, weit unter einem, ich will irgendwie jemand angreifen oder böse sein, dieser Mindestlohn, Tankstellenjob, solche Geschichten. Ich glaube, da bin ich weit drunter. Tatsächlich. Aber ich sehe es auf zwei Varianten. Einerseits, mir geht es gesundheitlich besser. Ich kann meine Zeit flexibel einsetzen, wie ich das möchte. Und, seien wir ehrlich, ich würde so oder so zocken. Das ist gerade egal. Weil es ist ein Hobby, wo mir Spaß macht. Und das jetzt so zum Teil beruflich zu machen, ist es, glaube ich, ganz, ganz cool. Also so ein kleiner Einblick heute mal hier auf der Holzer zu meinem bisschen Privatleben, ein bisschen aus dem Nähkästle geplaudert. Ich überlege mir noch, ob ich das andere Thema noch anspreche. Es ist ja aktuell relativ brisant bei Commander Krieger und ja, viel Spaß beim Nachforschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch wie immer saumäßig gut gehen. Gerne ein Like auf das Video, le, Abo, le, kostet wie immer nichts. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge von der Holzer. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.